Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche nehmen wir einen Exkurs in die Lederindustrie, die im 17. Jahrhundert ihren Anfang nahm und im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts weiterhin sehr gefragt blieb. Entsprechend kann ich euch heute diese Liegenschaft zeigen und ebenso einiges dazu berichten. Möchtet ihr weitere solche Orte und viele spannende Folgen rund um das Thema verlassene Orte hier im Osten Deutschlands sehen, dann besucht auf jeden Fall mal meinen Kanal. Dort warten weit über 160 Folgen zu diesem Thema auf euch. Reinschauen lohnt sich also genauso wie das Abonnieren. Jetzt geht es aber erst einmal rein in diese Folge. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch eine verlassene Lederfabrik. Die Lederindustrie, die hauptsächlich durch kleine Gerbereien an Flüssen ihren Anfang nahm, wurde im 19. Jahrhundert Teil der industriellen Revolution. Bedeutet massenhafte inländische Herstellung von Leder. Vielerorts entstanden Fabriken wie diese hier, doch dass dieses Gebäude überhaupt erst entstand, verdanken wir Platzmangel und einem städtischen Verbot. Also reisen wir nun mit Hilfe des Ohrschleims in die Anfänge dieses Unternehmens zurück und schauen mal, wie das alles so vonstatten ging. Heinrich Christoph Bierling, geboren 1812, gründete mit nur 23 Jahren 1835 seine eigene Lederfabrik als GmbH in Dresden. Ob Bierling selbst unzufrieden mit dem Preis und/oder der Qualität des angelieferten Leders war, ist nicht bekannt. Vermutlich könnte aber ein solcher Punkt dazu geführt haben, dass er selbst zum Gerber wurde.
Unter einer Gerberei versteht man die Verarbeitung von Tierhäuten unter der Verwendung von Gerbstoffen zu Leder. Dabei kommen verschiedene Stoffe zum Einsatz, bis auf eine Sache, die reichlich vorhanden sein muss: Wasser. Ohne Wasser geht in der Gerberindustrie nichts. Entsprechend hatten sich Gerbereien fast ausschließlich an Flüssen angesiedelt, mit dem Ziel, Tierhäute langlebig zu machen und zu konservieren. Ständiges Waschen und Spülen ist hier elementar für die Herstellung, somit waren Städte an Flüssen häufig mit diesem Industriezweig besät. Vermutlich gab es in Dresden schon drei solcher Unternehmungen. Bierling wollte dennoch als Erweiterung seines Werkes eine eigene Gerberei etablieren. Doch die Stadt verbot einen Gerberei-Neu- bzw. Umbau. Die damals schon starke Umweltbelastung mitten in der Stadt, die durch das Abwasser entstand, wollte man nicht länger hinnehmen. Auch wenn es mich sehr wundert, dass man sich damals überhaupt Gedanken über Natur, Tier und Mensch gemacht hat. Umso besser, dass es so kam. Nicht nur wegen der ganzen Umweltgeschichte, sondern das Ganze wird der Firma noch den Arsch retten, und das meine ich wörtlich. Familiär war fast die ganze Familie im Lederbusiness präsent. Bereits der Vater Friedrich Christoph war seines Zeichens Weißgerber und Lederfabrikant. Heinrich Christophs 6 und 3 Jahre jüngeren Brüder Friedrich August und Friedrich Robert waren ebenso Lederfabrikanten. Auch wenn der Vater gerne aufgrund der erreichten Kapazitätsobergrenze erweitert hätte, übernahmen dies seine beiden Söhne Heinrich Oskar und Otto 25 Jahre nach dem Ableben des Vaters. Ab 1906 entstanden nun die hier gezeigten Gebäude.
1911 waren Hauptgebäude Pförtnerhaus, Schädhallen, Rohhautleder inklusive Salzkeller, Heizhaus sowie der Mittelbau fertig und der Umzug des gesamten Unternehmens perfekt. Ich hatte anfänglich die Vermutung, dass es sich hierbei um einen Betriebsteil oder eine Außenstelle handelt, aber dem war nicht so. Man zog buchstäblich aus Dresden aus und vor die Tore der Stadt. Hier konnte man sich wahrscheinlich ungebremst ausbreiten. Es war eine der damals modernsten Gerbereianlagen überhaupt und man musste das Areal sogar einige Jahre später, 1919-1920, erweitern, um den enormen Bedarf Anfang der goldenen 20er Jahre Herr werden zu können. Interessanterweise kam das Werk nie in Verruf im Sinne der Nationalsozialisten produziert zu haben. Keine Granathülsen, Munition, Ersatzteile oder ähnliches. Auch kein Wort über Zwangsarbeit von Gefangenen, stattdessen 1941-42 erneut eine Erweiterung. Dieses Mal entstand ein sogenannter Kesselbrunnen. Da es zeitweise und immer wieder zu Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung kam, konnte man mit solch einem Brunnen Wasser beziehen und gleichzeitig den Grundwasserspiegel überwachen. Obwohl die Firma nie kriegstüchtig war, beschrieb vermutlich Heinrich Oskar in einem Schreiben an den Landrat zu Meißen mit der Firma, Zitat, wichtige wehrwirtschaftliche Aufgaben zu erfüllen. Damit erhielt er aus dem Kontingent der Wehrmacht Rohstoffe wie Eisen, Holz, Zement und Ziegelsteine. Ob man sich damit einfach Rohstoffe erflunkert hatte, um Kosten zu sparen, würde ich nicht von der Hand weisen. Es wäre auf jeden Fall ein schlauer Schachzug gewesen. Hatte doch Recht und Ordnung nur im Sinne des Reiches stattgefunden. Vielleicht wusste Birling auch, dass er um eine Rüstungsproduktion mit seinem Werk herumkommen würde. Trotz der Nähe zu Dresden entging die Stadt und somit auch das Werk einer Zerstörung durch alliierte Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg.
Die verheerenden Angriffe auf Dresden hätte das Werk wohl kaum überstanden. Der aufwendige und zeitlich anspruchsvolle Umzug rettete das Werk, Arbeitsplätze und am Ende auch Leben. Nach dem Krieg entging man der Enteignung durch die sowjetische Militäradministration. Man war ja nie an der Rüstungsproduktion beteiligt. Aber das allein war kein Grund, von Reparationszahlungen ausgeschlossen zu werden. Wie wir ja wissen, entschied man durchaus auch willkürlich. Mit dem Ende der 40er Jahre kam der Handel mit Leder fast nicht mehr zustande. Grund hierfür war vor allem Rohstoffknappheit und Personalmangel. Um dem Konkurs zu entgehen, tat man sich 1953 mit einer Lederfirma aus Freital zusammen. Doch die Verstaatlichung und Umbenennung zum vermeintlichen volkseigenen Betrieb erfolgte unausweichlich 1955. Leider liest sich so gut wie nichts über die DDR-Zeit, aber vielleicht weiß jemand von euch ja, was in diesen 40 Jahren hier so geschehen ist. Nach der Wende versuchte man einen Neustart als GmbH. Viel mehr als ein Start war es jedoch nicht. Bereits 1991 war Schluss. Ein zweiter Versuch, das Werk und seine Mitarbeiter zu retten, folgte nur ein Jahr später. Doch auch hier folgte der Hammer der freien Marktwirtschaft und so kam 1995 erneut und diesmal endgültig der Konkurs. Was nun folgte, war Verwahrlosung, Verfall, Vandalismus und illegale Müllentsorgung. Eben alles, was man nicht braucht, um das Werk zu retten. Doch seitdem tut sich auch immer weniger, wobei man dem Areal mittlerweile sehr viel zutraut. Heute, wo Wohnungen knapp sind, gibt es so einige Ideen, das etwa 6.800 Quadratmeter große Grundstück wieder zu nutzen. Lediglich das Hauptgebäude steht heute unter Denkmalschutz und umfasst allein über 1.200 Quadratmeter Nutzfläche. Besonderheit hierbei eine hohe Deckenbelastbarkeit, hohe Kellerräume, es gibt einen Turm sowie einen großen Treppenaufgang mit zentralem Aufzug. Perfekt also für Wohnungen, aber auch für Gewerbe.
Untypisch war, dass man hier auf eBay zuschlagen konnte. Schlappe 3,105 Millionen Euro kostete der Spaß, aber keine Sorge, alles ohne Versand. Errechnet hatte man etwa 5,5 Millionen Euro an Sanierungskosten. Nun, der Artikel ist von 2019, also kann man aktuell eher von 7 bis 10 Millionen Euro ausgehen. Und wenn man dann noch etwas Handgeld über hat, sollte das vermutlich nicht schaden. Für uns artete das Objekt unerwarteterweise in Arbeit aus, denn der Hinterhof mit den Werkhallen und den kleineren Gebäuden zog sich echt in die Länge. Insgesamt war es aber sehr schön, auch mal hier gewesen zu sein und euch das alles nun zeigen zu können. Aber was sagt nun ihr zu diesem Objekt? Viele Wohnungen oder Gewerbeeinheiten, vielleicht auch ein Mischobjekt, vielleicht aber auch etwas Städtisches, ein Archiv, ein Museum. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Objekt sagt und was ihr aus dem Ganzen machen würdet. Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Vergesst nicht, für weitere Folgen auf meinen Kanal zu schauen, insofern ihr das noch nicht getan habt. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.